Und so schön sauber. Guten Tag. Dach. Schönes Kleid. Ja, ich lach ja bis gerade eben noch auf dem OP-Tisch, weißt du? Aber dann hat der Doktor das vermasselt. Hey, ich nehm dem das nicht übel. Ich meine, er war völlig übermüdet. Er war seit 18 Stunden im Dienst. Ich nehm dem das nicht übel. Ja, und jetzt bin ich hier. Boah, Alter, ich hätte nicht gedacht, dass es das wirklich gibt. Was? Na, den Himmel! Doch, da bin ich schon von ausgegangen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass man hier jetzt warten muss. Es ist ja wie beim Arzt. Ich glaube, das hätte ich besser organisiert. Verstehst du was davon? Sicher. Ich war in der Logistikbranche tätig. Zeitminimierung von Standardabläufen, da war ich gut drin. Und hättest du auch gedacht, dass du hier mit von der Partie bist? Sicher. Ich habe mich immer bemüht. Hab keiner Fliege was zuleide getan. Ich war bei uns in der Gemeindeleitung aktiv. Hab Lesungen im Gottesdienst gemacht. Mitarbeiterschulungen. Und jetzt wollen wir mal sehen, was das so gibt. Ich hätte nur nicht gedacht, dass hier jeder... Naja, meine Entscheidung ist das ja nicht. Boah, ich freue mich so. Das wird bestimmt ein Heidenspaß. Party all day long. Wenn Sie da mal nicht enttäuscht werden. Kurt, bitte kommen. Ja, ich bin dann mal weg. Enttäuscht? Ey, wie kann der Himmel eine Enttäuschung sein?